und er erzählte mir noch mehr Dinge, welche der Hohepriester ihm verriet. Die Konversation verlief für eine Weile so weiter am Telefon. Dann sagte ich ihm, hör mir mal zu, es ist mir nicht möglich, dir am Telefon zu erklären, wieso das stattgefunden hat. Ich studierte die Bibel 4 Stunden lang, jeden Abend die Woche durch. Wieso kommst du nicht morgen irgendwann vorbei, um mich zu sehen? Dann werde ich dir die echten Gründe erklären, warum ich das getan habe. Er antwortete, in Ordnung. Dann haben wir ein Treffen am Sonntagmorgen zusammen ausgemacht. Nach dem Telefonat ging ich zurück in meine Wohnung und dann ins Bett. Und kaum wollte ich ins Bett, ging das Licht an. Also bin ich aufgestanden, schaltete das Licht aus und ging wieder ins Bett. Erneut, als ich im Bett war, ging das Licht an. Ich dachte mir dann, es hat keinen Sinn, das Licht wieder auszuschalten, da die Geister sowieso wieder es anschalten werden. Also entschied ich mich dazu, im Hellen zu schlafen. Nach einer Weile fingen sich Gegenstände an zu bewegen. Ein Bild ging von der einen zur anderen Wand und befestigte sich daran, obwohl da nichts war, was das Bild hätte halten können. Die Lampe, welche auf dem Tisch stand, bewegte sich plötzlich und schwebte in der Luft. Sie blieb einfach in der Luft stehen. Hattest du damals Angst? Oh nein, keineswegs. Nein, aus dem Grund, weil Menschen sich an viele Dinge gewöhnen können und du bekommst eine übernatürliche Kraft entweder vom Guten oder dem Bösen. Der Herr hat mich durch diese Situation begleitet. Ich wusste, dass ich irgendwann oder irgendwie auf diesem Weg schlimme Kämpfe durchmachen muss. Natürlich wollten die Geister mich zerstören, das war mir bewusst. Als dann dieser Mist für eine Weile so weiterging, schlief ich einfach weiter. Ich brauchte meine Ruhe. Ich war müde. Ich sagte, Herr, bitte segne diesen alten Mann. Naja, so alt war ich zwar nicht, nicht wichtig, ich brauche einfach Ruhe von diesen Geistern. Dann schlief ich ein. Ich wurde dann zuerst um 2 Uhr morgens und dann um 4 Uhr aufgeweckt. Um 4 Uhr saß ich dann im Bett auf, stieß das Kissen zurück und dachte mir, was in aller Welt soll ich tun? Denn der Herr hat nichts dagegen getan. What in the world am I going to do? Because the Lord doesn't clear them out from me. Mir kam dann ein Gedanke in den Sinn, dass der Herr mich vielleicht wissen lassen möchte, was die Geister von mir wollen, indem ich sie frage. Dann sagte ich zu dem Geist, du möchtest also mit mir reden? Der Geist antwortete, ja, endlich bekomme ich die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Was um alles in der Welt glaubst du da zu tun? Wisst ihr, der Herr hat sogar bis zu diesem Zeitpunkt verhindert, dass die Geister zu mir sprechen können. Da realisierte ich, dass sie unter einer sehr außergewöhnlichen Kontrolle waren. Ich sprach dann weiter mit dem Geist und realisierte, dass er ein Geisterberater war. Denn er sagte, der Meister hat große Pläne für dein Leben. Berühmtheit, Ehre, Respekt, Reichtum. Schätzt du denn nichts davon? Ich sagte, ich möchte, dass du weißt, dass ich vor 10 Tagen dein Angebot angenommen hätte, aber nun redest du mit einem ehemaligen Geisteranbeter. Und ich bin nun ausgebildet für die Realität des Lebens, besonders für die Realität des ewigen Lebens. Ich bin nicht interessiert. Für ungefähr 2 bis 3 Minuten, vielleicht sogar 4 Minuten, was eine lange Zeit ist, kam keine Antwort. Ich dachte, das war's. Es scheint fast so, als wäre der Geist völlig überrascht gewesen von deinem Mut. Als dann der Geist wieder anfing zu sprechen, hatte er ein Zittern in seiner Stimme. Ihr kennt das, wenn man völlig verzweifelt in einer Notfallsituation steckt. Dann ändert sich die Stimme. Ich hatte den Eindruck, dass der Geist große Mühe hatte, sich auszudrücken, und das war ein sehr schlaues Individuum. Er sagte dann, wir haben so lange über all die Jahre daran gearbeitet, dich für das Arbeiten für den Meister vorzubereiten. Und was tust du jetzt?
Okay, du möchtest das Angebot vom Meister wirklich ablehnen? Ich sagte, auf jeden Fall. Er antwortete, von nun an wird viel Armut in dein Leben herrschen, falls du es überhaupt schaffen wirst, am Leben zu bleiben. Ich bezweifle dies aber, denn deine Tage sind gezählt. Ich sagte, weißt du was, Geist? Der Hohepriester erwähnte die höhere Macht, und ich gehöre jetzt zu dieser höheren Macht. Ich muss mich nicht mehr mit dir, deinem Meister oder mit den anderen Geistern abgeben, denn ihr seid alle Verlierer und ich bin der Gewinner. 100 Millionen Jahre mit einem perfekten Leben, in einem erneuerten und wiederauferweckten Körper. Meine Jahre werden zu diesen 100 Millionen Jahren dazugezählt werden. Und wenn ich das Angebot des Meisters annehme, was habe ich davon? 20 Jahre mehr oder vielleicht sogar 100? Was ist das schon im Vergleich zu 100 Millionen Jahren? Und ich werde alles das Gold und Silber haben, das du mir jetzt anbietest und sogar noch mehr. Ich bin jetzt kein Verlierer mehr, ich bin jetzt ein Gewinner. Und der Geist sagte, wir werden dich zerstören. Und er begann laut zu lachen. Das war sehr furchteinflößend. Und als ich dieses Lachen gehört hatte, dachte ich direkt an das Leben Neros. Nero musste dieses Lachen im Gesicht gehabt haben, als die Löwen die Christen auseinanderrissen zum Fressen. So musste er auch gelacht haben, als die Löwen dies taten. Du weißt ja, damals in der Arena im Kolosseum von Rom. Und wie hatte dich der Geist dann schlussendlich verlassen? Er ging dann endlich und nahm fast die Türe mit sich. Er ging durch die Balkontüre und riss sie so fest auf, dass die Türklinke in der Wand stecken blieb. Ist er freiwillig gegangen? Ich habe es ihm befohlen im Namen Jesu, meine Wohnung zu verlassen für immer, und er ging. Aber statt die Türe zu schließen, wie man es normalerweise tut, hatte sie so sehr aufgerissen, dass die Türklinke im Verputz stecken blieb. Und es war ein 50 Jahre altes Haus, der Verputz war schon sehr alt. Du hast also den Geist befohlen, dich zu verlassen, beim Blute Jesu? Er ging und riss die Tür richtig fest auf. Hast du dich danach wieder schlafen gelegt? Ja, genau. Und am nächsten Morgen kam dein Freund Roland vorbei? Ja, aber lass mich ein wenig weiter ausholen. Ich bin am Morgen aufgewacht, meine Bibel lag auf dem Nachttisch links von mir. Und als ich so da lag im Bett und meine Hand auf die Bibel legte, habe ich sie so an der Seite durchgeblättert und mir über einige Dinge Gedanken gemacht. Und dann plötzlich öffnete ich die Bibel und dachte weiter nach. Dann stand ich auf, streckte mich ein wenig und dann schaute ich auf die Bibel und ich sah das Kapitel vom Propheten Jesaja und ich begann zu lesen. And then I got thinking about it again. Never realizing what I'd done. I got up, and after I stretched myself out a little bit, I look at the Bible, and my eyes fell on this Isaiah, the prophet. Und da stand die Geschichte von König Hiskia, als Sanherib, der große General der assyrischen Armee, die Stadt Jerusalem belagerte, und er zu Hiskia sagte, öffnet die Tore, gebt auf, ihr werdet das nicht überleben, denn wir haben alle anderen Nationen eingenommen auf dem Weg hierher. Und ich war sehr beeindruckt, als Hiskia den Brief, den er vorher vom General bekommen hatte, in den Tempel brachte und ihn vor dem Herrn hinlegte und mit dem Herrn über den Brief redete. Er bat ihn um Schutz und Führung. Er war noch nicht zurück in seinem Schloss, als Jesaja der Prophet kam, und er sagte, der Herr hat eine Nachricht für dich. Sobald Sanherib kommt, würde er wieder gehen.
Ich liebe dieses Gebet von Hiskia. Ich erinnere mich gut noch daran, das war ein wunderschönes Gebet, denn in diesem Moment habe ich etwas verstanden. Ich bekam ein inneres Verlangen, mich am Wort Gottes zu stärken. Denn immer wenn ich in der Bibel gelesen habe und es auf mein Leben anwendete, bekam ich Mut und Kraft und wusste, was ich tun sollte. Ich werde mich durch Gottes Wort bestärken und beginnen, es auswendig zu lernen. Ich habe die Verse des Gebets von Hiskia in der Bibel rot unterstrichen. I received encouragement and strength. And I said, this is what I need to do. I'm going to fortify myself with the Word of God. I'm going to memorize the Word of God. I write there, and then I took a piece of paper. I underlined those verses of the prayer of Hezekiah in red.